Indisch, vegetarisch, vegan. Das ist meine Küche. Ein vegetarisches Gericht ist erst richtig, richtig toll, egal aus welchem Land es kommt, wenn man danach wirklich satt ist, ein Wohlbefinden hat und das Fleisch auch nicht vermisst hat. Oh ja, das sieht gut aus. Was alles wird dich in diesem vegetarischen indischen Kochkurs erwarten? Nicht nur die Klassiker, die es gibt, sondern auch Klassiker modern interpretiert. Rote Bete-Kroketten, Linsenfalafel, Donuts aus Jackfruit, Panier, Engelzahn und einer schönen Joghurt-Espuma. Samosa Rolls, Spinat-Tempura. Ruhig mit der Schöpfkelle so ein bisschen runterdrücken, damit der Spinat auch von oben schön knusprig wird. Alu-Matter, Biryani im Tontopf gegart. Oh, wie das duftet. Blumenkohl-Korma, Chana Curry. Jetzt hätte ich gerne ein Stück Brot dazu und dann würde ich hier das Brot in die Pfanne eintunken. Linsenquiche, eine Palak Paneer Tortilla. Schön knusprig geworden, das ist super. Und eine Roti Möhrchen Rotkohlpfanne. Eieiei, hier riecht es wie beim Inder. Ein leckeres vegetarisches Gericht bietet unheimlich viele Nährstoffe. Es macht satt, es ist vor allem auch gesund. Ein bisschen was für die Farbe, das soll ja auch bunt sein. Indien ist bunt und auch wild. Die Rezepte aus diesem Kochkurs lassen sich auch wunderbar in vegan übersetzen. Gleichzeitig gibt es auch glutenfreie Möglichkeiten. Linsenmehl, Kichererbsenmehl und Reismehl, das sind die Alternativen zu Weizenmehl oder Vollkornmehl. Indisch ohne Gewürze, das funktioniert nicht, aber Indisch ohne Fleisch, das passt hervorragend. Mein Name ist Alex Wey. Ganz viel Spaß beim Nachkochen. Jetzt seid ihr dran.